Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Namen sind Schall und Rauch, sagt man. Nomen est omen. Über Namen wollen wir heute reden. Bei mir ist Arne von Henkelbein. Und das Thema Namen ist viel wichtiger, als uns bekannt ist. Also wenn ich dich jetzt als Arne anspreche, dann sind wir natürlich so im privaten Bereich, ist das kein Problem. Aber was jetzt im System dein Name wieder registriert ist, das ist, hat eine ganz andere Bedeutung, als den meisten bewusst ist. Wie ist das für dich oder wo muss man da unterscheiden? Ja, schönen Dank erstmal für die Einladung. Also wir können sagen, dass das der Name, den wir haben oder der uns zugefügt wurde, der Name ist das A und O in unserem System, in dem derzeitigen System. Es war früher so gewesen, dass die Menschen sich einen Namen selbst geben konnten. Und das war dann an gewisse Fähigkeiten gebunden. Zum Beispiel, wenn jemand halt ein Schmied war, dann hat er sich halt Rolf Schmidt genannt oder Schmied. Und somit hat sich der Name ergeben. Oder Becker, Müller, Meier und ja, so. Ja, okay. Genau. Und später dann hat man auch die Menschen danach besteuert. Das heißt also, je nachdem, was für einen Beruf sie hatten, hat die Kirche dann Steuern verlangt für einen Metzger, für Bauer, für Schmied und wie sie alle heißen. Und von da an war dann auch Schluss gewesen, dass sich die Menschen selbst einen Namen geben konnten. Aber im Grunde genommen, wenn wir uns das anschauen, von den Statuten her, dann ist es wirklich so, dass ein Mensch eigentlich gar keinen Namen hat. Mhm. Denn wie ergibt sich jetzt ein Name? Was denkst du, wie sich ein Name ergibt? Naja, meine Eltern geben mir bei der Geburt oder irgendwann einen Namen, der wird dann eingetragen. Ich habe den Namen der Familie, also von meiner Familie Konrad. Ich habe ja meine Geburtsurkunde mal mitgebracht. Eigentlich heiße ich ja Johannes. Meine Freunde nennen mich Joe und ich werde auch eigentlich in der Öffentlichkeit so genannt. Ist das schon ein Unterschied, dass der Joe Konrad jetzt eigentlich mein Name ist, während der Johannes Konrad jetzt im System eingetragen ist? Ist das schon ein Unterschied für dich? Da ist schon ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Wenn wir uns die Geburtsurkunde angucken, und wer hat diese Geburtsurkunde jetzt unterschrieben? Urkundsperson, Standesbeamtin. Ich zeige es vielleicht mal an die Kamera, obwohl das sind private Daten, sollte man gar nicht zeigen. Ne? Aber also die Urkundsbeamtin hat unterschrieben. Ja. Eine Urkundsbeamtin ist eine Landesbedienstete. Und was meinst du, wer jetzt der Eigentümer dieser Urkunde ist? Das Land, wenn du sagst Landesbeamtin, Staat ist ja wieder auch so ein Thema. Ne? Was ist ein Staat? Aber okay, das System, sagen wir mal. Also sagen wir mal, das Bundesland wäre jetzt der Eigentümer dieser Urkunde. Ja. Und nach diesen Statuten wurde nun diese Urkunde erstellt. Das heißt also, dein Vater hat den Namen Konrad, führt den Familiennamen Konrad. Und deine Mutter war wahrscheinlich auch... durch Eheschließung hat man eine Geschäftserweiterung gemacht, so steht es ja dann auch drin im BGB. Also es findet eine Geschäftserweiterung statt. Also wenn die Ehefrau den Namen des Ehemannes zum Beispiel annimmt. Oder genau. Okay. Mhm. Und dann haften beide dafür. Also es Geschäftserweiterung, geht auch immer es ist eine Geschäftssache. Ja. Und jetzt hast du den Namen Konrad bekommen, weil die Statuten des Bundeslandes sagen, man nimmt den Familiennamen. Aber was hindert einen daran, eine eigene Urkunde zu erstellen und jetzt mal den mütterlichen Namen, den Familiennamen der Mutter zu verwenden? Wie wäre der Name jetzt? Das wäre Schmidt, Joe Johannes Schmidt. Johannes Schmidt, ja. Wenn jetzt der Mensch im Grunde genommen ist überhaupt nicht rechtsfähig, denn der Mensch kommt auf die Welt und der hat auch keinen Zettel in der Hand, wo drauf steht, ich bin Preuße. Und er hat auch keinen Zettel, dass ich jetzt Sachse bin oder dergleichen. Es ist auch nirgendwo eintätowiert, sondern ein Mensch kommt einfach mal kommt da nieder, würde ich mal sagen. Er wird auch nicht geboren, sondern wenn wir uns das Wort anschauen, inkarnieren, dann heißt das Fleischwerdung einer Gottheit. Ja, und das müssen wir eigentlich sagen. Das heißt inkarnieren, ein Mensch inkarniert auf der Erde. Und wenn wir das dann weiter denken, dann ist das eine Gottheit. Und dieser Mensch ist erstmal nicht rechtsfähig. Denn Recht ist ja wiederum etwas ganz Subtiles, was irgendwelche Menschen sich ausgedacht haben. Und das Geschöpf, was auf die Erde kommt, der ist einfach nicht in dieses Recht hineinzudrücken.
sondern wenn wir uns die beispielsweise die hessische Verfassung anschauen, da steht dann ganz eindeutig, der Mensch ist frei, er darf tun, was nicht gegen die Verfassung verstößt und was nicht anderen Menschen, die Grenzen anderer Menschen dann verletzt. Also da gehören materielle Schäden dazu und da gehören körperliche Schäden dazu. Das ist ziemlich eindeutig. Und wenn ich jetzt sage, du bist zu schnell gefahren, ist das ein Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung? Ich habe ja niemandem geschadet und also ich sehe das so als Mensch, also wir beide begegnen als Mensch. Ich habe dich jetzt noch nicht nach meinem Ausweis gefragt, weil ich sehe dich eben nicht jetzt als eine Person und will jetzt erstmal wissen, wer ist das überhaupt, sondern ich sehe dich als Mensch. Aber das System, das haben wir oft gesehen, wenn ich jetzt was angehalten von der Polizei, weil du geblitzt worden bist, dann musst du dich erstmal ausweisen. Ja. Das ist der Unterschied, ne? Genau, du musst dich als identisch erklären. Also mit dem Namen, den du jetzt gerade in der Hand hältst. Das ist die Geburtsurkunde. Diese Geburtsurkunde gehört dem Bund und damit ist er der Eigentümer. Es ist ja im Grunde auch, du wirst registriert, es gibt ja eine Registrierkasse, im Grunde wirst du mit der Geburtsurkunde wirst du registriert. Nein. Oder dein Name wird registriert. Das sind zwei verschiedene Dinge. Okay. Du bekommst erstmal eine Registereintrag. Und wenn man sich den Registereintrag anschaut, dann meldet irgendjemand beim Standesamt, dass jetzt ein Mensch da niedergekommen ist. Und nun muss derjenige seine Unterschrift leisten für die Angaben, die gemacht worden sind. Und bei meinem Registereintrag, da steht dann in Offenbach einen Knaben geboren, das Kind hat den Vornamen Arne erhalten. Mhm. Sonst steht auf dieser Geburtsurkunde nichts. Das heißt also... Können wir das zeigen oder ist das jetzt lieber nicht? Das ist was Privates. Aber ich gucke es mir mal an, okay. Und gut, das ist jetzt dein... Nochmal, was ist das jetzt genau? Was ist der Unterschied zur Geburtsurkunde? Der Registereintrag. Und jetzt wird parallel dazu dann die Geburtsurkunde erschaffen. Nämlich das, was du jetzt in den Händen hältst. Und die Geburtsurkunde ist wiederum ein Orderpapier. Denn was nicht bekannt ist, ist, dass eben dieses Orderpapier, ein geborenes Orderpapier ist das jetzt, dass dieses verwendet wird, um den Staat oder das Staatsgebilde zu finanzieren. Denn es wird ein Pfandbrief jetzt auf deinen Körper, auf deine Schaffenskraft ausgestellt und das wird wiederum der Bank als Sicherheit übertragen. Dafür bekommt dann der Staat oder der Bund Kredit eingeräumt. Man spricht, so wie ich das mitbekommen habe, von 19 Millionen für jede Geburtsurkunde. Eine Menge Holz. Also da geht man davon aus, dass ich das im Leben sozusagen, wenn ich normal arbeite, irgendwie erwirtschafte oder ist das, hat das damit gar nichts zu tun? Das ist alles fiktiv, weil diese Gelder sind ja nicht da. Geld gibt es seit 1923 nicht mehr, als nämlich das Geld mit einem intrinsischen Wert, also das Gold- und Silbergeld, das hatte noch den Wert, das hat man ja aufgelöst, das war dann 1923 zu Ende. Seit dieser Zeit verwenden wir nur noch Zahlungsversprechen und das ist ganz wichtig, egal welches Papier wir uns angucken, ob es eine Inhaberschuldverschreibung ist, ob es ein Wechsel ist, ein Scheck ist, es ist immer ein Zahlungsversprechen, das irgendwann mal eingelöst wird und was glaubst du, wann dieser Punkt kommt, dass diese Zahlungsversprechen alle eingelöst werden müssen? Ich glaube, dann gibt es großes Problem, weil wir sehen das ja eigentlich, bei uns ist ja eigentlich auch das Problem, dass die Staaten verschuldet sind. Da fragt man sich, wieso sind die überhaupt verschuldet? Wie können die sich verschulden? Und dass die Schulden immer nach hinten geschoben werden. In Amerika sehen wir es ja, dass jetzt oftmals die Schuldengrenze dann nochmal nach oben gelegt wird. Das heißt, man verlagert die Probleme immer mehr nach hinten. Und das ist bescheuert, wenn ich jetzt einen Kredit habe und kann den nicht bezahlen und ich nehme jetzt den nächsten Kredit auf, um die Zinsen von dem einen Kredit zu decken, dann verwickel ich mich ja an immer mehr Probleme und irgendwann kommen die und brechen mir die Knie. Oder was auch immer. Ne? Also ich wäre ja bescheuert, wenn ich schon einen Kredit laufen habe, dann noch den nächsten aufzunehmen, um die Zinsen von dem einen abzudecken. Aber so ist es im System. Ne? So ist das System. Und es gibt nur Schulden in unserem System. Es gibt nur Zahlungsversprechen. Und wir tilgen Schulden mit einem anderen Zahlungsversprechen, was eigentlich nicht möglich ist.
Ja. Aber das kommt daher, dass eben alle Staaten seit 1933 im Konkurs organisiert sind. Das heißt also, die sind bankrott und die dürfen natürlich auch keine Überschüsse erwirtschaften. Und es geht auch nicht, denn es wird nur noch mit Zahlungsversprechen gearbeitet und erst dann endet das Ganze, wenn die Staaten nicht mehr im Konkurs sind, im Konkursmodell, im Bankrott. Dann müssen die Zahlungsversprechen eingelöst werden. Und was meinst du, wann unsere Staaten diesen aus dem Bankrott, aus dem Konkurs herauskommen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Am Sankt-Nimmerleins-Tag wahrscheinlich, oder? Das wird niemals eintreten. Ja. Ja, und so wird dieses Geldsystem geführt. Und ich würde auch sagen, es gibt nur zwei Konkursverwalter in Deutschland, die auch wirklich eine Unterschrift leisten dürfen. Aus diesem Grunde leistet heute niemand mehr eine Unterschrift, weil sie in der Haftung sind. Die dürfen das nicht im Konkurs. Und du musst ja nur das Vorbild nehmen, wie das ist, wenn eine Firma im Bankrott ist und dann kommt da ein Konkursverwalter, der hat auf einmal die ganzen Vollmachten und der bestimmt, wie es weitergeht. Und das war schon in den 30er Jahren. Und wir haben uns immer gewundert, wie eben der Zweite Weltkrieg finanziert werden konnte. Und das ist ganz klar. Die Menschen wurden verpfändet. Und so war das dann auch bei meiner Uroma gewesen. Meine Uroma, die musste 3 Jahre lang nach Frankreich. Die war Köchin gewesen in der Anstalt in Gottelau und ist dann als junge Frau abgeholt worden mit einem LKW, kam nach Frankreich und dort mussten sie sich aufstellen wie ein Sklavenmarkt. Und da sind dann die Hände angeguckt worden, da sind die Zähne angeguckt worden und dann musste sie in einem privaten Haushalt 3 Jahre lang umsonst kochen. Warum? Heute ist mir das klar, weil wir im Kommerz eben genau sehen, wie das System funktioniert. Nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern ganz, ganz anders, eben nach Seerecht, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und die Weimarer Republik war nicht mehr in der Lage, ihre Zinsen zu bezahlen. Und die Bevölkerung war aber als Pfandgut mit eben genau diesem Papier, was du hier hast, hinterlegt. Und dann ist Frankreich gekommen, hat gefordert, so und jetzt löst mal bitte eure Schuld ein, eure Zinsen. Und da ja diese Frau verpfändet war, ist sie abgeholt worden, wie viele andere auch, und musste dann dort den Dienst leisten. Und das Gleiche kann uns heute auch passieren, wenn Deutschland, und uns sagen sie ja immer Bundesrepublik Deutschland, aber das ist ja schon lange passé, also wenn Deutschland Konkurs ist und dann kommen die Gläubiger und nehmen sich das Pfandgut und das bist du mit deinem Körper. Und das wurde gemacht mit dieser Geburtsurkunde. Und hier liegt der große Betrug auch drin. Denn wir wissen es nicht, dass unser Körper, unsere Arbeitsleistung verpfändet worden ist. Aber wir müssen dafür haften. Und deshalb können wir niemals Schuldner in diesem System sein, sondern wir sind immer die Kreditgeber und die Gläubiger. Und das alles geschieht nur über den Namen. Nämlich der Name, der auf dieser Geburtsurkunde registriert ist und derjenige, der dafür haftet. Was meinst du, wer haftet für ein solches Papier? Also man zieht mich ja heran. Also man sagt ja hier, Johannes Konrad steht jetzt vor Gericht oder was auch immer, muss zahlen. Also ich... Du denkst, du musst haften dafür? Ich denke es nicht, aber es ist ja, es wird ja so uns so gesagt. Also ich muss ja schon dafür gerade stehen. Aber in Wirklichkeit wäre es anders? In Wirklichkeit ist derjenige, der da die Unterschrift geleistet hat. Und das ist der Standesbeamte. Und er hat in Vertretung von wem die Unterschrift geleistet? Vom Land oder Staat? Vom Bundesland. Ja. Und die haften eigentlich aus diesem Papier heraus. Dann müssten die ja dann auch, wenn es Probleme gibt, dafür das regeln, also ob es finanzielle Forderungen sind. Nicht nur, falls es eng wird, sondern im Grund genommen, wenn wir jetzt wissen, ein Mensch ist grundsätzlich frei, er hat keine Rechte. Und was wird damit gemacht? Es wird eine Person geboren. Und das ist die Geburtsurkunde. Und jetzt kommen wir auf die Differenzierung zwischen einem Menschen und einer Person. Im Englischen kennen wir keine Unterscheidung zwischen einer juristischen Person und einer natürlichen Person. In Deutschland sehr wohl. Und das haben wir im BGB drinstehen. In § 1 bis § 20
geht alles nur um die natürliche Person. Das können wir dann uns anschauen. Das sind gerade mal 20 Paragraphen. 21 bis 2300 und 20, irgendwas ja. beschäftigt sich nur mit der juristischen Person. Und jetzt kann man sehen, aha, was ist denn eigentlich eine natürliche Person? Und jetzt, lieber Joe, was meinst du, wo deine natürliche Person ist? Bist du eine natürliche Person? Ich verstehe es noch nicht ganz. Also ich denke so, als Mensch wäre ich, der jetzt Joe Konrad sagt, vielleicht die natürliche Person, aber hier der Johannes Konrad, der jetzt hier registriert ist, der ist die juristische Person, oder wie? Gut, also erst einmal, was ist eine Person im Standesamt? Und unter standesamt.de kann man nachlesen, überall. Die Geburtsurkunde ist der amtliche Nachweis für die Geburt einer Person. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Irrtum. Du hast gedacht, das ist deine Geburtsurkunde. Aber nein, das ist nicht deine Geburtsurkunde, sondern das ist die Geburt einer Person. Und jetzt, was für eine Person ist es? Eine fiktive Person, ja. Eigentlich gibt es sie gar nicht. Ja, Person heißt ja Maske, ja. Und ist immer eine Fiktion. Okay. Hinter einer Maske muss immer ein Schauspieler stehen. Und jetzt hinter dieser Urkunde, was meinst du, wer der Schauspieler hinter dieser Urkunde ist? Tja, erzähl's mir, ich weiß es nicht, ich bin raus. Gut, also diese Urkunde ist vom Bundesland erstellt worden, in Vertretung hat der Standesbeamte die erstellt. Und eine juristische Einrichtung wie ein Bundesland kann immer nur eine andere juristische Person kreieren oder gründen. Und damit ist dieses der Nachweis, dass das eine juristische Person ist. Ja? Ein Mensch hingegen ist in der Lage, eine juristische Person zu gründen, also eine Firma. Oder aber, und jetzt kommen wir zu der Krux, eine natürliche Person. Mhm. Und du brauchst, um eine Person zu erschaffen, in jedem Fall eine amtliche Urkunde. Und jetzt, wann hast du für deine natürliche Person eine amtliche Urkunde erstellt? Naja, das, was man uns vorgibt hier, Personalausweis und Pass, das sind ja meines Erachtens eben nicht, ist auch kein Nachweis der Staatsangehörigkeit zum Beispiel. Also Nein. sind für mich keine, nicht wirklich griffige amtliche Dokumente. Also es ist so, dass du dich immer genau diesen Zettel bedienst. Egal welche Geschäfte du betreibst. Der Bund hat einfach gesagt, hier lieber Mensch, nimm das. Denn du bist ohne diesen Zettel nicht rechtsfähig. Die Rechtsfähigkeit eines Menschen beginnt erst mit der Vollendung der Geburt. Und jetzt wissen wir ja, was ist die Vollendung der Geburt? Die Schaffung der Person. Die Schaffung der Person. Und jetzt beginnt die Rechtsfähigkeit. Und nun müssen wir gucken, in welchem Rechtskreis wir uns befinden. Und du nimmst jetzt den Rechtskreis der juristischen Person, die der Bund geschaffen hat. Damit wirst du in den Bund hereingeführt, ohne dass du es weißt. Der Mensch nicht, sondern es wird nur eine Haftungsübertragung gemacht. Der Bund fingiert das Ganze und sagt jetzt, du bist die Person. Du Mensch bist jetzt die Person. Aber er hat sie selbst erschaffen. Diese Gleichschaltung, also wenn man das ernst nimmt, dann würde man sagen, eigentlich könnte das System mit der juristischen Person, die sie geschaffen hat, selber spielen, dann hätte ich gar nichts mehr zu tun. Also wenn die Person vor Gericht stellen will, dann würde ich gar nicht hingehen, weil die können ja miteinander das ausmachen. Das ist ja alles, hat ja mit mir eigentlich nichts zu tun. Aber man versucht mich damit ja zu verknüpfen. Das ist jetzt der Punkt. Richtig. Es ist ein sogenanntes In-sich-Geschäft. Und hier wird, also die Person ist dem Bund und der die Forderung stellt, ist auch der Bund. Und das ist ein In-sich-Geschäft. Ja. Nach 181 BGB ist das untersagt. Das ist nicht nur sittenwidrig, sondern ist es auch ein Betrug, der da stattfindet. Wenn du beispielsweise in einem Verein ein Kassenwart bist und bist dort gewählt und machst gleichzeitig noch die Buchhaltung und jetzt sagst du, für die Buchhaltung überweise ich mir mal 1.000 Euro auf mein Konto, weil das ist ja nicht mit der
Tätigkeit in dem Verein gedeckt. Damit machst du dich richtig strafbar und bekommst einen Strafbefehl über 2.500 Euro, weil du eben in Untreue gehandelt hast. Ja? Es bedarf erst eines anderen, der das abzeichnet, also ein anderes Vorstandsmitglied, und dann darfst du dir dieses Geld überweisen. Und jetzt kommen wir zurück. Also der Bund ist auf der einen Seite der Forderer. Er stellt jetzt an seine juristische Person eine Forderung. Und damit ist das ein In-sich-Geschäft. Wenn du jetzt diese Forderung einfach abzeichnest und sagst, jawohl, ich mache mal jetzt meinen Stempel drauf, Akzeptanz für Wert, und schicke das zurück, dann ist das die Befreiung von dem In-sich-Geschäft, also von der Selbstkonstruierung. Und damit wäre das wiederum dieses Geschäft erlaubt, und nun könnten die das Kollateralkonto belasten. Was ist das Kollateralkonto? Das sind die 19 Millionen, die sie als Kredit bekommen haben. Aber nicht nur die 19 Millionen sind da drin, sondern die machen ja damit auch Geschäfte, ne? Das nennt man dann Staatsanleihen. Und diese Staatsanleihen werden eben vergeben als Sicherheit für erhaltenen Kredit. Und zusätzlich kommt da noch die ganzen Werte des Landes mit rein. Weil wir sind in der doppelten Buchführung. Also doppelte Doppik. Und wir haben, das Ganze ist so geregelt, also die Einrichtungen des Bundes sind noch nicht so weit, aber die haben die Verpflichtung, dass sie die doppelte Buchführung einführen. Und danach muss jede Straße, je nachdem, wie viel Kabel oder Kanäle drin verbaut sind, einen Wert haben. Jedes Stück Land mit Baumbestand und dergleichen hat einen Wert. Alle Einrichtungen des Staates, wenn man so möchte, haben einen Wert, und das bildet das Kollateral. Und das wird dann dividiert durch die Anzahl der Menschen, die dort leben, und somit ergibt sich ein fiktiver Wert. Und der kann jetzt beim erwachsenen Mann bei 1 Milliarde liegen, kann aber auch bei 2 Milliarden liegen. Das ist das Kollateral. Also in dem Moment, wo der Bund eine fiktive Forderung, ist ja nur eine fiktive Forderung, wegen Grundsteuer, das ist ja gerade das Thema und so weiter, an diese Person richtet, könnten die eigentlich auch das Kollateral belasten. Also das ist ein Treuhandsystem. Ne? Und selbst wenn das Haus jetzt zwangsversteigert werden soll, könnte man eigentlich sagen, da im Kollateral sind ja Milliarden, gleich das einfach aus, dann haben wir kein Problem. Genau. Und das ist das System mit dem Accept for Value. Das ist die Akzeptanz, dass sie das Kollateral belasten dürfen, ohne sich strafbar zu machen. Und hat das schon mal funktioniert in der Realität, oder kann man da, das, ist das einfach oder ist das schwierig, oder wie kommen wir dahin? Es ist nicht einfach. Es funktioniert von teils schon, aber natürlich stellen wir damit das gesamte System in Frage, und das darf nicht passieren. Also muss man da im Grunde dann auch massiv gegen die Leute vorgehen, die sowas machen, also auch mit Willkür, auch wenn die tausendmal, also wenn ich das richtig verstehe, ist es ja recht. Also wenn jemand kommt, ich akzeptiere das, hat er ja recht. Absolut, aber trotzdem wird er bekämpft mit aller Gewalt, weil wenn das jeder machen würde, würde das ganze System zusammenbrechen, oder wie? Ja, das haben wir schon bei Heinz Rühmann sehen können. 1948 hat er das wunderschön erklärt, der gute Mann, und zwar in dem Film Der Herr vom anderen Stern. Und da kam er dann auch da nieder vom anderen Stern, und dann haben die klar gesagt, ohne Ausweis sind sie hier nichts. Also er braucht unbedingt einen Ausweis. Und zwischen hinter vorgehaltenen Hand haben sie dann gesagt, er wäre ein Staatsfeind, weil er natürlich die Struktur des Staates gefährdet mit dem Wissen, das er hat, nämlich dass er ja nur ein Mensch ist und er braucht keine Ausweispapiere. Also sehr spannend, das sollte man sich mal anschauen. Und genauso ist es da, wenn wir alle sagen würden, wir begleichen jetzt nur noch mit eine Akzeptanz, dass wir es akzeptieren und schicken das wieder zurück, dann könnten die immer das Kollateral belasten. Aber das ist die doppelte Buchführung. Das bedeutet, der Bund schickt jetzt an die juristische Person eine Forderung.
Wir denken, wir seien diese juristische Person und überweisen von unserem Guthaben auf den Bund zurück. Für den Bund bedeutet das, jawohl, hier, er hat es akzeptiert, denn ansonsten hätte er ja keine Überweisung getätigt. Und jetzt ist es aber doppelt. Das heißt, wir haben das Guthaben auf diesem Konto und zusätzlich haben sie sich vom Kollateral auch nochmal das Geld geholt. Und das ist jetzt doppelt beglichen, diese Forderung. Ja. Also funktioniert das ja nicht, weil abends muss alles Null haben im Konkursmodell. Und deshalb schafft man das dann auf ein anderes Modell, auf den Cayman Islands oder dergleichen, überweist man dann das Geld. Und das ist dann das Schwarzgeld, wenn man so möchte, mit dem man ganz andere Dinge begleichen kann. Frankreich hat nur das, Griechenland hat das große Problem, dass diese schwarzen Kassen hinten dran einfach leer sind. Ansonsten würden die niemals Konkurs gehen. Unfassbar. Also jetzt, wie gesagt, ich müsste es also normalerweise gar nicht ausgleichen, aber ich tue es, weil ich denke, ich bin ja die Person. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, ich als Joe Conrad bin ja nicht der Johannes Conrad, der jetzt im Ausweis steht und so weiter. Du hast auch gesagt, man könnte eine natürliche Person schaffen. Könnte ich jetzt den Joe Conrad irgendwo, muss ich den dann registrieren oder könnte ich da was mit anfangen? Mit deiner Frage hast du eigentlich das Ganze schon beantwortet. Also all diejenigen, die sagen, ich bin natürliche Person nach BGB 1. Das ist mit Verlaub Blödsinn, weil es hängt ja auch immer mit der Rechtsfähigkeit zusammen. Mhm. Und wenn ich jetzt erstmal als Mensch dastehe, dann bin ich nicht rechtsfähig. Ich bin auch nicht justiziabel. Ich kann eigentlich nicht in das Rechtssystem reingeführt werden, es sei denn, ich habe einen Vertrag. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was ein Vertrag ist, was so ein Vertrag sein könnte, um da reinzukommen in dieses Rechtssystem? Naja, wenn ich einen Personalausweis beantrage zum Beispiel oder einen Pass oder beim Finanzamt Steuern bezahle, dann sind ja alles im Grunde schon Dinge, wo ich mit beweise, dass ich denke, das ist so richtig und gehe damit ja schon durch konkludentes Handeln im Grunde Verträge ein. Auch wenn ich vielleicht gar nicht verstehe, was ich da unterschreibe. Das ist ja das wahrscheinlich. Ja. Ich unterschreibe jetzt irgendeinen Antrag auf einen Personalausweis und mir ist gar nicht klar, dass ich damit dann einen viel größeren Vertrag eingehe? Ja, da haben wir schon drei Irrtümer drin. Der erste Irrtum ist erst einmal der Personalausweis. Der Personalausweis zu beantragen ist ein Vertrag. Ja. Das ist richtig. Dann das nächste, du musst Steuern bezahlen. Im Grunde genommen für wen? Im Grunde kann man es ja auch abbuchen oder verrechnen mit dem Kollateral. Wenn du jetzt selbstständig bist, dann geht das über eine juristische Person, eine Firma, die du gegründet hast. Aber du hast sie registriert im Register. Regis heißt dem König übertragen. Okay. Und du tust es übertragen in das Register des Bundes. Was meinst du, wer jetzt der Eigentümer dieser Firma ist? Der Bund wahrscheinlich. Der Bund, jawohl. Und darf ich gerade mal deine Urkunde noch haben? So, und wer hat diese gegründet, diese Firma? Wir hätten sie dann hier im UPIC-Verzeichnis, ist dann gelistet. Wer hat die gegründet? Die hast du wiederum gegründet mit deiner juristischen Person, die du vom Bund bekommen hast. Und alles, was du erworben hast, wir müssen uns das als Firma vorstellen, diese Geburtsurkunde. Alles, was du in deinem Leben erworben hast, hast du mit dieser Geburtsurkunde erworben. Und du warst vorher nicht rechtsfähig, weil als Mensch kannst du keinen Führerschein machen, da kannst du keine Wohnung mieten, du kannst keinen Job ausführen, du darfst nicht zur Schule gehen. All das fällt weg, weil du als Mensch keine Rechte hast. Du bekommst erst die Rechte eben mit der Gründung der Person, die der Bund vorgenommen hat, die er dir gegeben hat und du hast sie freiwillig angenommen. Und damit sind sämtliche Werte, die du erschaffen hast, Eigentum dieser Geburtsurkunde und damit natürlich demjenigen, der die Unterschrift geleistet hat. Und so kann ich mir vorstellen, wird auch diese Enteignung, die wir überall schon nachlesen können, die ja ansteht, stattfinden. Nicht über den Artikel 14 des Grundgesetzes, das Eigentum verpflichtet und zum Gemeinwohl beitragen muss, sondern genau darüber, dass nämlich alles schon dem Bund gehört.
Und jetzt, wo liegt die Lösung drin? Das ist die Frage, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Vorhin haben wir gesagt, ein Mensch kann eine juristische Person gründen. Das geht aber nur über den Umweg der natürlichen Person, im Grunde genommen. Ja? Also, wenn du jetzt eine Firma aufmachst, dann ist da eine andere juristische Person dahinter, nämlich deine Geburtsurkunde, die wiederum dem Bund gehört. Und jetzt musst du einfach für dich aktiv werden und deine Schicksale selbst in die Hand nehmen. Denn du als Mensch hast die gleichen Rechte wie eine Bank, die gleichen Rechte wie ein Staat. Also gehst du her und machst jetzt eine eigene Geburtsurkunde, wo deine Unterschrift darunter ist. Und damit hast du eine natürliche Person gegründet. Denn nur ein Mensch ist in der Lage, eine natürliche Person zu gebären. Können wir das zeigen oder sind da wieder persönliche Daten drauf? Da sind wieder persönliche Daten drauf. Und vor allen Dingen können wir auch sagen, hier, da ist eine Apostille drauf. Und dadurch, dass es eben eine amtliche Bescheinigung ist und noch eine Haager Apostille, ist das ein internationales Dokument und keiner kann sagen, das sind Spaßpapiere. Und vor allen Dingen haben sich die Vertragsstaaten der Haager Landkriegsordnung ja auch darin verpflichtet, dass sie diese Urkunden gegenseitig anerkennen werden. Jetzt sag nochmal genau, wie ist das entstanden? Was ist das jetzt für ein Papier? Das ist eine Geburtsurkunde, die du selbst machst. Damit hast du eine natürliche Person gegründet. Okay. Und jetzt ist sie erst da. Und da, die lässt du apostillieren und dann ist sie sozusagen ein amtliches Dokument. Dann ist es ein amtliches Dokument. Damit hast du auch gegebenenfalls deinen eigenen Namen. Du musst ja nicht den Namen nehmen, der jetzt hier auf deiner Geburtsurkunde ist, ja, sondern du kannst auch eine andere Person dir schaffen. Und sinnvoll wäre in diesem Zusammenhang aber, dass du sagst, ich mache eine Geburtsurkunde über den einen neuen Namen. Beispielsweise hier habe ich einen Registerauszug, den man im Internet dann sehen kann. Und da geht es um eine Martha Bär. Und diese Martha Bär, deren Mutter hat den Familiennamen Löwenstein gehabt. So, und jetzt, wenn das eben der Nachweis ist, dass ein Mensch geboren worden ist, und hier steht nur, dass das Mädchen weiblichen Geschlechts geboren sei und den Vornamen Martha erhalten habe. Was hindert jetzt diese Martha, den Mädchennamen der Mutter zu nehmen, weil sie ja in ihrem eigenen Rechtskreis ist? Mhm. Also kann sie eine natürliche Person kreieren, die dann da heißt Martha Löwenberg. Wir haben ja jetzt hier das Standesamt. Gehe ich jetzt noch da zu irgendeinem Amt hin, um mir das... Du gehst zu einem Amt, aber das wirst du in Deutschland nicht bekommen. Das funktioniert nur im Ausland. Okay. Ja, weil nämlich auch alle unsere Notare mittlerweile gebrieft worden sind, dass sie zum Beispiel einen Nießbrauch nicht mehr eintragen sollen. Ein Nießbrauch zum Schutz eben der Immobilie, dass man ein lebenslanges Wohnrecht hat, damit man eben nicht rauskommt. Ich höre von überall in Deutschland, dass eben die Notare das nicht mehr durchführen wollen und vor allen Dingen auch den Text, der wichtig wäre, dass man eben auch ohne irgendwelche Gebühren zahlen müsste, in diesem Haus wohnen kann. Das wollen sie nicht übernehmen. Also wir sehen, dass gewisse Vorbereitungen laufen, wo die hinführen. Das wissen wir momentan nicht, aber sie laufen. So, und jetzt könnte ich sagen, das hier ist der Nachweis, dass ich geboren worden bin. Ansonsten existiere ich nicht, ja. Du hattest mal hier jemanden, den Jesse. Mhm. Der Jesse ist ein Kind, das lebenslang missbraucht worden ist, ja, und der wirklich Probleme hat, wenn Wahlen sind, denn dann sieht er auf einmal Leute, die ihn missbraucht haben auf den Plakaten. Ja. Ganz schlimme Geschichte. Mhm. Aber dieses Kind ist als Kleinkind entführt worden. Er hat keine Geburtsurkunde, er weiß nicht, wer seine Eltern sind, er hat keinen Führerschein, er
kann keine Wohnung mieten, er kann keine Kreditkarte beantragen, er kann kein Konto beantragen, er ist nichts. Er ist einfach nur ein misshandeltes Kind, was auf der Welt ist, wo nicht weiß, wo es herkommt. Und dann merkst du, was du für einen Wert hast als Mensch. Also du bekommst erst einen Wert, wenn du eine Person hast und wie es halt im Standesamt drinnen steht, dass du eine amtliche Bescheinigung haben musst über die Geburt einer Person. Und erst als Person kannst du in diesem Rechtskreis dabei sein. Und jetzt kommen wir nochmal zurück. Die Staatsangehörigkeit, der Staatsangehörigkeitsausweis, was glaubst du denn, wer den beantragt? Die juristische Person. Deine Geburtsurkunde. Die gehört wem? Dem Staat oder Land. Dem Land, dem Bundesland. Ja. Glaubst du etwa, dass du da dich drauf beziehen kannst, auf eine Abstammung von Preußen oder von Bayern? Die können mir das natürlich auch nicht bestätigen. Es ist aber im Grunde, denke ich, wenn ich das in meinem Antrag habe, ist es ja im System zumindest amtlich oder es ist im System drin. Also bekannt, dass ich beantragt habe, festzustellen. Ich führe ja den Nachweis meiner Abstammung selber. Für die Person? Du bist nicht die Person. Okay. Du bist nicht dieser Zettel. Und dieser Zettel hat auch keine zurückfolgenden Vertragsbindungen, sondern diese Person ist erst entstanden. Du kannst für diesen Zettel von Geburtsurkunde keine Staatsangehörigkeit beantragen. Vor allem nicht, wenn die Struktur nicht mehr da ist. Denn es ist ja im Grunde genommen ein Verein. Ja. Ja, das, worauf wir uns beziehen, ist immer nur ein Verein gewesen, wie alle Staaten auch nur Vereine sind. Beim Vortrag bei der AZK habe ich das sehr plausibel erklärt. Also alle anderen Länder sozusagen auch. Alle Länder auch sind alles nur Vereine, die ein Gebiet beanspruchen, wo sie sagen, das ist jetzt unser und wir bestimmen darüber. Natürlich können sie nicht nachweisen, wer ihnen denn die Rechte an diesem Gebiet erteilt hat, dass sie das denn dürfen. Deshalb können wir nur von einem Kartellgebiet sprechen. Und das Kartellgebiet ist eben von der Kirche vergeben worden. Weil Papst Bonifaz hat sich als Herrscher über die Welt ernannt und damit dann auch Lizenzen vergeben an die einzelnen Vertragsstaaten. Und die müssen dann halt ihre Gebühren abführen, Lizenzgebühren, und dürfen dafür das Kartellgebiet dann als Wirtschaftsgut verwalten. Das bedeutet, sie sind Treuhänder. Lass uns nochmal zurückkommen auf den Jesse, weil das ja ein schönes oder ein Beispiel ist. Da ist ein Mensch, den man anfassen und sehen kann, mit dem man befreundet sein kann, der ein großes Herz hat, aber keine Papiere. Und der wurde missbraucht, weil er nichts wert war oder wie auch immer. Und wie kann man dem denn jetzt helfen, indem man sagt, okay, du musst jetzt die und die Schritte machen, um jetzt einen Ausweis zu bekommen und dann kannst du im System wieder agieren, aber geh nicht in die Falle, dass du jetzt zur juristischen Person wirst. Also das ist für mich immer noch schwierig zu begreifen. Welche Schritte müsste man jetzt gehen, um aus dieser Nummer rauszukommen? Das ist recht diffizil. Zunächst mal muss man jemanden finden, der einem aufnimmt in eine beispielsweise Religionsgemeinschaft. Denn im Kanon 96 steht drin, Kanon, das ist also der Kodex, das Kirchenrecht, das Codex Canonini. Und da steht drin, durch die Taufe wird der Mensch zur Person innerhalb der Kirche Christi. Und so ist das überall. Also ein Mensch, der in eine Gemeinschaft hineintritt, wird dort immer zur Person. Es kann aber auch eine andere, also es muss nicht die katholische Kirche sein, es gibt ja Sekten und alles mögliche, kleine Religionen, das ist alles okay. Also Glaubensgemeinschaften. Religionsgemeinschaften sind anerkannt, sozusagen sowas machen zu können. Stehen über dem nationalen Recht. Okay. Und dann könnte er dort innerhalb dieser Gemeinschaft zur Person werden und bekommt dann auch einen Ausweis. Mit diesem Ausweis kann er beispielsweise dann gegebenenfalls ein Konto eröffnen. Und bekommt dann auch eine Kreditkarte. Also damit ist er jetzt schon mal kreditwürdig. Die nächsten Wege, die er dann
einleiten sollte, ist, dass er sich eine Geburtsurkunde besorgt und einen Pass, wobei das natürlich sehr schwierig ist, einen Reisepass zu bekommen. Denn wenn wir einen Pass haben wollen, um jetzt von einem Kartellgebiet ins andere wechseln zu können, müssen wir ja wiederum Mitglied in einem Nationalstaat sein. Ja. Ansonsten sind wir... Die Person, die wir selbst darstellen, ist ja erstmal eine Staatenlose. Erst durch einen Vertrag, wie zum Beispiel, wir haben das drinstehen im Rustag, steht es drin in Artikel 7, dass man eben die Staatsangehörigkeit beantragen muss. Ja. Also da muss eine Struktur da sein, sonst bekommt man die nicht. Ja. Also ich muss jetzt erstmal aktiv werden und muss etwas beantragen. Aber wenn ich nicht bin, bin ich nicht. Dann kann ich da auch nicht Mitglied drin werden in diesem Staatsgebilde, in diesem Bundesstaat. Also bin ich erstmal staatenlos. Und die Bundesrepublik ist zum Beispiel verpflichtet, einem Staatenlosen einen Reisepass auszustellen. Das können wir nachlesen. Es gibt dann noch andere Möglichkeiten, um einen Pass zu erhalten, damit man reisen kann. Wobei man natürlich immer ein Visum braucht. Und dann muss man halt, selbst wenn man von Deutschland nach Frankreich rüber möchte, und wir haben kein Schengen-Abkommen, müsste man erstmal zur Botschaft, müsste ein Visum beantragen. Das wird dann in diesen Pass eingetragen. Mhm. Und jetzt auf einmal hat dieser Pass, den wir hier haben, der auf die neue Person oder auf die alte Person ist, einen Wert, denn ich gehe nun über die Grenze und nun kann der Beamte dort feststellen, jawohl, das Visum ist gültig, jetzt lasse ich denjenigen rein. Aber im Grunde genommen ist das ganze System so aufgebaut, dass du eben nicht als Staatenloser in diesem System mitarbeiten kannst. Deshalb bieten sie dir diese Urkunde an und nur damit kannst du dann geschäftsfähig werden. Und dann bist du natürlich auch steuerpflichtig. Und all diese schönen, diese Annehmlichkeiten, wo sie ja davon ausgehen, das sind ja alles Annehmlichkeiten, ja, Privilegien, die darfst du dann erfüllen. Ja, mir raucht der Kopf im Moment, weil es mir noch nicht ganz klar ist, was man jetzt machen könnte, um jetzt auch vom System nicht drangsaliert zu werden. Wir wissen ja, was weiß ich, wenn ich jetzt mit Finanzamt kann man sich ja anlegen oder auch völlig ohne Absicht auf einmal drangsaliert werden, dass sie sagen, oh, wir schätzen, dass sie irgendwie viel mehr verdienen, als sie angeben und wir machen mal eine Buchung. Wie könnte ich denn da jetzt argumentieren oder wie könnte ich da gar vorgehen? Gar nicht argumentieren. Du hast Verträge geschlossen mit dieser Geburtsurkunde, weil du gedacht hast, du bist das. Ich habe dir jetzt zum einen gesagt, du bist es nicht. Ja. Und das ist ein In-sich-Geschäft zwischen Bund und Bund. Ja. Und dem kannst du natürlich sagen, okay, jetzt mache ich meinen Accept for Value, meine Akzeptanz der Forderung und schicke das wieder zurück. Damit ist die Forderung beglichen. Du könntest jetzt auch einen Cent überweisen und dann reinschreiben, dass es keine Anzahlung ist, sondern auf eine Überweisung, ne, überweist das Ganze und sagst, das ist die Akzeptanz. Das werden die natürlich in den unteren Bereichen nicht wissen, in den oberen sehr wohl. Und im oberen Bereich solltest du immer nur privat agieren, von Mensch zu Mensch. Denn eine juristische Person kann nicht mit einem Menschen nicht verhandeln, sondern es geht immer nur zwischen Mensch und Mensch oder zwischen juristischer Person und juristischer Person. Also immer nur auf der gleichen Ebene. Und dann hat derjenige, den du da oben anschreibst und dem du das Ganze mitteilst, die Haftung für das, was er tut. Und natürlich auch die Haftung für den Schaden, den er anrichtet, wohlweislich, dass du gar nicht dafür verantwortlich bist, sondern dass du eigentlich jetzt noch Geld bekommen müsstest, weil dein Körper ja verpfändet wurde an die anderen ausländischen Banken. Mhm. Das ist von vorn bis hinten Betrug. Weiß jetzt der Chef vom Finanzamt das, wenn ich zu dem persönlich jetzt gehe und sage, lass uns mal reden? Er ist Volljurist. Eigentlich sollte er das wissen. Und sonst könnte ich ihn aufklären. Du kannst ihn auch aufklären. Also ich kenne das ein bisschen. Ich habe das ja auch gemacht und der hatte auf vieles keine Antworten, hat gesagt, okay, Sie hören und so lange ruht das erstmal und dann hatte ich eine Kontopfändung. Also, ja, das ist der übliche Weg, weil das System muss erhalten werden.
Ich sehe die Möglichkeit nur darin, dass du auf der einen Seite denjenigen, der dir das antut, in die Haftung nimmst. Und da gibt es den kommerziellen Prozess. Und der muss eingehalten werden. Das heißt also, du machst erstmal eine Akzeptanz, dann vielleicht eine bedingte Akzeptanz. Danach kommt die Verzugsmeldung, dann noch eine Erinnerung. Mit der Verzugsmeldung wechselt natürlich auch die Haftung auf den anderen. Eine Erinnerung und dann kommt eine sogenannte Erklärung unter Eid, die du gibst. Manche sagen auch Affidavit dazu. Mhm. Und danach hast du eigentlich einen Titel gegen denjenigen, den du dann auch im internationalen Schuldnerregister eintragen kannst, der 30 Jahre lang gültig ist und der auch auf die Erben übergeht, wenn sie das Erbe übernehmen. Also hast du eine sehr lange Zeit, um das gegebenenfalls zu vollstrecken. Und da haben die wahrscheinlich inzwischen auch ein bisschen Respekt vor, weil sie sind dann in der privaten, persönlichen Haftung. Also der Chef vom Finanzamt jetzt, oder bei mir ist es die Chefin. Wenn sie es noch nicht kapiert, dann macht sie noch einen auf dicke Hose. Aber wenn sie es wirklich versteht, dann sagt sie, den lasse ich besser in Ruhe, weil das kann mir ja böse auf die Füße fallen, oder wie? Das wäre natürlich der Idealfall, dass man einfach nur sagt, jetzt lassen wir dich in Ruhe, du hast es verstanden. Und jetzt macht man ein Agreement. Die machen nichts mehr gegen dich, du machst nichts mehr gegen sie, wir haben eine Pattsituation. Das ist eigentlich der ideale Fall. Das ist ganz entspannt. Ja, denn man muss sich auch auf die, in die Rolle eines sogenannten Beamten versetzen, der ja auch nur seinen Dienst tut, genauso wie der Polizeibeamte. Also ich berate recht viele Polizeibeamte, weil die natürlich wissen, dass sie tagtäglich gegen das Gesetz verstoßen, denn sie weisen sich aus mit einem Dienstausweis und sagen, sie seien Polizeibeamte. Also eigentlich Amtsanmaßung ist das dann, ja. Und jetzt mit diesem Dienstausweis, die Firma hat keinen Vertrag mit dem Menschen, der da steht. Und jetzt werden auf einmal jede Menge Straftaten an diesem Menschen begangen. Ja. Und wie kommt man aus dieser Bredouille heraus? Deshalb fragen mich dann auch immer wieder Polizeibeamte, wie können sie sich verhalten? Weil in dem Moment, wo sie sich weigern, dann oder auch nur den Vorgesetzten informieren, dann haben sie ein Problem. Und auch wenn sie remonstrieren, wir hatten ja auch schon Polizisten bei uns und so weiter. Ja. Und dann sind sie draußen aus dem Job und wissen nicht, wie sie weiterarbeiten sollen. Also wir haben ein sehr gutes Knebelsystem mit dieser Geburtsurkunde, die ist da installiert worden. Und jetzt, wie kommst du damit raus? Nun, keiner kann dich ja daran hindern, mit deiner natürlichen Person Geschäfte zu betreiben. Allerdings hat man da natürlich dann wiederum die Umsatzsteuer-ID eingeführt, die ja jetzt überall drauf sein muss, damit du genau damit nicht irgendwelche Rechtsgeschäfte machen kannst. Mhm. Also auch wieder eine spannende Geschichte. Ja? Du kannst also nur sagen, diese Verträge lasse ich langsam auslaufen und jetzt mache ich neue Verträge, nämlich mit der natürlichen Person, geht meistens dann nur an den Endverbraucher. Oder aber du hast natürlich die Möglichkeit, eine GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu installieren. Mhm. Da sind verschiedene Teilhaber. In einer GbR kann noch eine GbR Teilhaber sein. Und damit hast du dann wiederum die Haftung verschoben, die damit verbunden ist. Und du kannst jonglieren, wer welche Gewinne macht. Mhm. Und die kannst du wiederum mit deiner natürlichen Person dann wiederum eingehen, diesen Vertrag. Es ist ja nur ein Vertrag. Es ist ein juristisches Gebilde. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man muss sich nur Gedanken machen. Du hast eben gesagt, dass man so alte Verträge sozusagen auslaufen lässt. Ist es dann sinnvoll, zum Beispiel alles nur noch unter Vorbehalt zu machen, dass man einfach, ich unterschreibe das, aber unter Vorbehalt der Rechtsmäßigkeit, weil im Grunde ich diesen Vertrag gar nicht gekannt habe, als ich das unterschrieben habe? Oder ist es dann sinnvoll, um sowas auslaufen zu lassen, diese alten Verträge dann unter Vorbehalt zu unterzeichnen? Also ich denke, nein, das ist nicht ausreichend, sondern ich denke, du musst jeden Vertrag erstmal ordentlich beenden. Wenn du mit der GEZ damals einen Vertrag gemacht hast, dann musst du den ordentlich kündigen.
Und dann ist der auch beendet. Alles andere, was nun betrieben wird, ist Nötigung. Ist beendet, ist das so? Also ist beendet. Die kommen auch sofort wieder an und sagen sie... Ja, das ist Nötigung und das ist also Erpressung. Ich schreibe jetzt hin, ich kündige den Vertrag mit Ihnen auf und will von Ihnen ab jetzt nichts mehr hören, sonst wird eine Vertragsstrafe fällig, wenn Sie mich weiter belästigen. Das kannst du machen. Aber nur, wenn du die Rechte an deiner Urkunde gesichert hast. Denn die beziehen sich ja jetzt auf diese juristische Person, die dir nicht gehört. Mhm. Jetzt kommen wir zu einem neuen Teil, den man beachten muss. Denn du kannst natürlich jetzt hergehen und sagen, jetzt habe ich eine natürliche Person. Jetzt schaffe ich aber nochmal eine Person, eine natürliche Person, die genauso heißt wie die, die auf dieser Geburtsurkunde draufsteht. Und jetzt gilt Paragraph 12 BGB und du kannst den anderen untersagen, diesen Namen noch weiterhin zu führen. Und das geht dann unter das Urheberrechtgesetz und nun bist du auf einmal in einem anderen Rechtskreis drin und kannst natürlich da deine Ansprüche sichern. Und was man auch noch machen muss, was man nicht vergessen darf, du hast alles, was du erworben hast, mit dieser Urkunde erworben. Du bist einer Täuschung unterlegen. Und nun pfändest du deine Person, diese juristische Person. Die kannst du pfänden. Und dann machst du auch einen Pfandbrief. Und diesen Pfandbrief trägst du ein im UCC in Washington DC. Das ist das internationale Schuldnerverzeichnis. Mhm. Und da schreibst du in einer Kollateralliste alles rein, was du erworben hast. Jede Versicherung, jedes Bankkonto und dergleichen. Das ist ja auch so eine Krux. Du weißt jetzt, dass deine natürliche Person noch gar nicht existiert, weil es gibt keine Urkunde darüber. Es gibt keinen amtlichen Nachweis darüber. Mhm. Also existiert die nicht. In unserer Welt funktioniert nur etwas, wenn du eine Urkunde hast. Mhm. Ohne Urkunde nichts. Diese Person ist nicht da. Aber wenn du zur Bank gehst und machst mit ihnen ein Geschäft, was glaubst du, welche Person dort erscheint? Normale juristische Person. Oder Sie schreiben in die Verträge natürliche Person. Schreiben Sie in die Verträge. Auch normal, wenn ich also jetzt als... Immer. Jedes Konto wird immer auf die natürliche Person abgeschlossen, wohlwissend. Die verlangen ja dann noch, dass du dich mit dem Personalausweis ausweist. Was ja kein Nachweis der natürlichen Person ist, sondern der juristischen Person. Genau das. Es ist ja da auch Täuschung. Auch Täuschung. Ja? Spannend. Also, und auch bei der Einführung des Ordnungswidrigkeitengesetzes war das ja auch so gewesen. Mhm. Da haben sie dann gesagt, dass jetzt menschliches Verhalten als das der juristischen Person fingiert wird. Und genau so ist es. Das menschliche Verhalten wird als das der juristischen Person fingiert. Die juristische Person kann ja gar nicht bei Rot über die Ampel fahren, das kann ja nur ich zum Beispiel. Genau, ein Zettel von Geburtsurkunde kann nicht fahren, kann nicht Auto fahren. Ja. In dieser Person werden aber diese Rechte oder Statuten zugedichtet und da heißt es dann, sie darf nicht schneller fahren als das, was ausgezeichnet ist. Und jetzt auf einmal greift man auf den vermeintlichen Menschen dahinter. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern diese Geburtsurkunde. Wer ist als Organ hinter der Geburtsurkunde? Der Bund. Mhm. Also wird hier auch wiederum Täuschung betrieben. Denn es wird fingiert. Also ein Mensch, der damit gar nichts zu tun hat, der soll auf einmal dafür haften. Obwohl das Organ hinter dieser juristischen Person Geburtsurkunde, die das Standesamt erstellt hat, der Bund ist. Ja? Und hinter der natürlichen Person, da ist dann das Organ der Mensch. Im Endeffekt ist es so, und das muss man auch mal darauf hinweisen, dass am Ende einer Kette von Personen immer ein Mensch steht. Jetzt sag mir mal, wer am Ende der juristischen Person Bundesrepublik Deutschland steht. Der Person Bundesrepublik, ja, die gibt es ja gar nicht mehr, aber Germany ist es oder ja, Bund, glaube ich, ist eingetragen. Sagen wir Bund. Wer ist jetzt die Merkel oder wer? Ich weiß es nicht. Das sind auch nur juristische Personen. Ja. Ja, in ihrer Funktion als Kanzlerin. Ja. Also es gibt Besitzer. Wir können das nachlesen. Also
Ich habe auch einen Ausdruck aus einer Auskunftei. Da stehen insgesamt 64 Eigentümer hinten dran. Namentlich sind die nicht genannt. Ach, die sind nicht genannt. Ja, aber im Endeffekt wären das die Gläubiger. Also wenn eine Forderung da ist und sie pfänden dir das, dann müsste eigentlich namentlich einer dieser Gläubiger stehen und nicht ihr Finanzamt, weil eine juristische Person kann niemals Gläubiger sein. Mhm. Ja, es kann immer nur im Endeffekt der Mensch dahinter sein. Das ist alles mega spannend. Die Frage ist nur, ich habe auch gehört, wenn ich jetzt Formfehler mache, ich versuche jetzt mit diesen Dingen jetzt irgendwie zu handeln, ans Finanzamt zu schreiben oder wo auch immer, und ich mache Fehler, dann kann mir das ja auch böse auf die Füße fallen. Das heißt, ich muss mich damit befassen, wie ich das richtig mache. Ist das so, dass ich da durch einen kleinen Fehler mich noch mehr in die Bredouille bringen kann? In dem Moment, wo du die Haftung übernimmst, sehr wohl. Also, das ist deine Geburtsurkunde, das bist du. Und jetzt solltest du lernen, und das ist ein Prozess, der dauert ungefähr 3 Jahre. Wie sagt man in Köln so schön, du sollst sie auf Armeslänge halten. Halte deine Geburtsurkunde auf Armeslänge. Okay. Und gehe immer von dem Rechtskreis aus, dem du bist oder nicht bist. Bist du im Rechtskreis des Bundes, hast du einen Vertrag unterschrieben. Also, wir müssen alle Verträge erstmal ordentlich beenden. Und das bedeutet auch, dass ich eine Willenserklärung abgebe, weil ich getäuscht worden bin, dass ich sämtliche Verträge widerrufe, die mit einem Personalausweis geschlossen worden sind. Mhm. Damit ich erstmal da rauskomme. Und das teile ich dem Bundesverwaltungsamt mit, weil das ist ja eigentlich der Ansprechpartner für den Bund, meines Erachtens. Mhm. Und dann immer nur von Mensch zu Mensch, also dem Präsidenten oder dem Direktor des Bundesverwaltungsamtes muss ich das mitteilen. Und er möge bitte alle seinen alphanumerischen Ableitungen mitteilen, dass diese Verträge jetzt widersprochen sind. Damit hast du es auf Abstand gehalten. So, wenn jetzt ein neues Vertragsangebot kommt, könntest du nun sagen, okay, ich tue euch den Gefallen, ich bin Gefallensgeber und mache eine Akzeptanz. Damit könnt ihr das Kollateralkonto belasten und damit ist es ausgeglichen. Vor allen Dingen ist es abends immer ausgeglichen. Abends steht immer eine Null. Das heißt also, es wird hin und her jongliert. Die Forderung, die an dich gestellt worden ist, ist in der DOBIG bereits ausgeglichen. Du hast jetzt gesagt, du hast ja diese Person geschaffen, die jetzt dir auch gehört. Ja. Ist das da, also ich agiere jetzt nicht mehr als dieser Johannes Konrad, sondern als der Joe. Als der Joe Schmidt. Ja. Beispielsweise. Und dann führst kann ich den Schriftverkehr darüber. Ja. Über Joe Schmidt. Und sagst dann, also diese Geburtsurkunde, die jetzt angeschrieben worden ist, mit der habe ich nichts zu tun. Gehe ich nicht mehr in die Haftung. Okay. Und deshalb ist man ja auch dran wegen Schwarzarbeit. Warum? Weil, was glaubst du, wer ist denn handlungsbefugt für diese Urkunde? Der unterschrieben hat, die Urkunde. Ja. Das ist der Handlungsbevollmächtigte. Du darfst es gar nicht. Okay. Du darfst es erst, wenn du entsprechende Verträge hast. Wenn du also ein Arbeitsverhältnis antrittst und hast das angemeldet, wie es vorgesehen hat, dann ist alles in Ordnung. Wenn du aber ein Arbeitsverhältnis eingehst auf einer anderen Baustelle und arbeitest unter dem Namen dieser Person, dann auf einmal bist du in der Haftung, weil dann hast du es nicht angemeldet. Du hast dich diesem Namen ermächtigt, um damit Geschäfte zu betreiben, die nicht autorisiert sind. Und deshalb bist du dran. Machst du das jetzt als Joe Schmidt, kann dir keiner etwas, weil sich diese in deinem eigenen Rechtskreis befindet. Wir müssen uns das mal so vorstellen mit diesen Rechtskreisen. Und da können wir mal ins Bild rücken, wie diese Rechtskreise funktionieren, die wir momentan haben. Momentan gehen wir mal aus von der Kirche. Was meinst du, wer die Vereinigten Staaten momentan lenkt? Also ich habe mal was von England oder London, City of London gehört. City of London, ja.
irgendwas in der Richtung. Ja? Also im kanonischen Recht, also im Kirchenrecht kannst du nachlesen, dass immer der Bischof für sämtliche Einrichtungen in seinem Gebiet zuständig ist. Und ein Staatsoberhaupt kann auch nur durch den Papst bestraft werden. Steht alles drin, deshalb sollten wir da mal ab und zu reinschauen. Ist ja auch, also wenn eine Queen oder wenn da die heiraten, die Königlichen, dann ist ja immer der Erzbischof von London, der dann da die, genau. das... Und, auch und die verneigen sich vor dem, ne? Ja, und auch die gekrönten Häupter sind immer von der Kirche ernannt worden. Okay. Die haben dann ein Lehen bekommen. Es gab ja mal, glaube ich, da Streit mit King John, der sich dann geweigert hat, da sich dem Papst zu unterwerfen, aber der wurde dann schon eingenordet. Ne? Genau das. Ja? Also, weil die Kirche über sämtliche Rechte behauptet zu verfügen. Weil kann ja niemand nachweisen. Die Nachweise sind immer die Urkunden, sind sogenannte Schenkungsurkunden, die sie sich selbst ausgestellt haben. Also ist das im Grunde genommen eine Selbstermächtigung. Und Washington DC hieß ja früher Rom und ist nicht Teil der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir können das vergleichen mit dem Vatikan. Ja. Der Vatikan beherrscht auch nicht Italien. Ja. Aber so ist es dort. Also von Washington DC, das heißt, der Erzbischof von Washington DC steht über dem Präsidenten der USA. Und damit sind die USA, das sind aber auch die Gewinner aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die haben die Chefgesetze, die Militärregierungsgesetze erlassen. Und alle, die im Krieg dabei waren, haben sich diesen Gesetzen unterworfen. Aus diesem Grund kann die USA in jedes Land einmarschieren, wenn sie der Meinung sind, dass eben ihre Interessen gefährdet sind. Und das sind Verträge. Diese Verträge enden erst, wenn Deutschland einen Friedensvertrag hat. Dann enden diese Verträge. Das haben wir nicht. Wobei wir aber auch berücksichtigen müssen, es sind nur Vereine. Mhm. Ja? Wenn wir jetzt, wenn jetzt zwei Fußballvereine, Manchester City und Luton FC, miteinander Krieg führen, was interessiert uns das? Mhm. Ja, es sind nur die verpflichtet, die Mitglieder sind in dieser Gemeinschaft. Aber wäre jetzt nicht ein Friedensvertrag, du sagst ja, solange wir keinen Friedensvertrag haben, funktioniert das Ganze. Wenn wir Deutschen jetzt uns darum kümmern würden, wir werden auch noch Sendungen haben, wir haben ja auch Sendungen gemacht über einen Friedensvertrag, wie wichtig das ist, dann würde das Ganze sich ja auch verändern, oder? Es würde sich alles verändern, so sehe ich das auch, aber es ist nicht notwendig, weil es sind nur Vereine, zu denen du nicht dazugehörst, zu denen ich nicht dazugehöre. Jedenfalls diese Chefgesetze wirken dann wiederum auf den Bund. Der Bund ist der Treuhänder, der das Ganze treuhänderisch verwaltet, können wir auch nachlesen in der Feindstaatenklausel der UNO oder im Überleitungsvertrag, ich glaube Artikel 2 ist das, der nach wie vor Gültigkeit hat. Wir können das in der Hessischen Verfassung nachlesen. Also in 133 Grundgesetz, Artikel 133, der Bund tritt in die allgemeinen Rechten und Pflichten des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein. Also das können wir überall nachlesen. Das ist ein Treuhänder. Und dieser Treuhänder verwaltet jetzt eben das Land, in dem wir leben und natürlich auch die Menschen über die Geburtsurkunden. Genau das. Mhm. Ja? Und jetzt sagen sie, die Menschen seien die Geburtsurkunde. Und das ist diese Täuschung. Und jetzt schauen wir mal. Hier ist der Mensch. Der Mensch. Hier ist ein Verein. Ein Verein ist nicht innerhalb dieses Rechtssystems. Es sei denn, er wird am Amtsgericht gemeldet. Dann wechselt er in dieses Rechtssystem rein. Die natürliche Person ist vollkommen außen vor. Erst wenn ich eine Staatsangehörigkeit beantragen würde, dass ich da dazugehören möchte, dann wäre das mit dabei. Und wenn so viele immer sagen, das Deutsche Reich existiert noch, ihr Lieben, das Deutsche Reich existiert nur, wenn die Oberhäupter noch da sind und wenn wir keinen Großherzog von Hessen haben, keinen König von Bayern, dann existiert dieses Konstrukt nicht mehr. Ist ja auch nur ein fiktives Konstrukt. Und deshalb also auch das Deutsche Reich ist außen vor, spielt zurzeit keine Rolle.
Wie ist das jetzt? Gibt es da Erfahrungen? Ich meine, du hast sicherlich Erfahrungen. Kommst du jetzt mit dem Finanzamt gut klar? Lassen die dich in Ruhe? Wirst du nochmal vor Gericht gestellt? Wirst du noch drangsaliert? Oder kannst du sagen, ich habe eigentlich ein ganz entspanntes Leben, weil die können mir eigentlich nichts mehr? Mal so, mal so. Also es ist sehr viel ruhiger geworden, muss ich sagen, seitdem ich eben diese Mechanismen kenne und aus diesem heraus agiere und es auch verinnerlicht habe. Das gehört dazu, also sollte niemand ein Fass aufmachen, der jetzt was gehört hat. Wenn er es nicht verstanden hat, reitet er sich da auch in die Grütze. Ja, ich verfüge über den kompletten Bereich Kommerzrecht. Das heißt also vom Anfang bis zum Ende. Erstmal gehört ein großer administrativer Prozess dazu, dass ich eben die Urkunden erstelle, wie wir es eben besprochen haben. Denn nur wenn eine amtliche Urkunde vorliegt, kannst du auch nachweisen, dass du derjenige bist. Wie du, der nicht nachweisen kannst, dass er ein Mensch ist. Weil du hast das Geburtenregisterauszug, hast du nicht. Und du kannst es auch momentan wahrscheinlich nicht von deinem Großvater oder von deinem Vater zeigen, dass du derjenige bist. Würde ich denn das heute noch bekommen? Es ist ja so, dass es schon immer schwieriger wird, diese Dokumente überhaupt noch zu bekommen. Hast ein Recht darauf. Ich kann noch zum Einwohnermeldeamt oder Standesamt oder wo gehe ich da hin? Das ist das Standesamt, das zuständig ist. Und vor allen Dingen ist es ein kaiserliches Recht. Das heißt also von 1875 ist das. Das kann man auch nicht. Und das hat auch in der DDR gegolten. Also da steht wirklich nur der Vorname des Kindes, das geboren worden ist. Und so steht es auch drin im Gesetz. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, wem gehört ein Gesetz? Muss man auch immer berücksichtigen. Zu welchem Rechtskreis gehört es? Ja, das BGB gehört zu welchem Rechtskreis? BGB, bürgerliches Gesetz. Also Bürger, da ist ja der Bürger drin. Ist das dann für die Bürger Deutschlands? Ja, nee. Der das installiert hat, das wäre der Kaiser. Okay. Heute gehört das zu den herrenlosen Rechten, sagt man so schön. Also das sind herrenlose Rechte, die man einer Fiktion zuordnet. Die Fiktion ist dann was? Ich bin raus. Diese juristische Person, ja? Also, man kann sich das ganze Konstrukt so vorstellen, wir haben eine Treuhandgesellschaft. Wir, die Menschen, sind der Treugeber, denn wir geben unsere Schaffenskraft und unseren Körper als Treugut dem Treuhänder, nämlich dem Bund. Und damit sind wir auch gleichzeitig der Begünstigte. Also der Bund müsste uns jetzt das Leben finanzieren, weil wir geben ja alles hinein. Na gut, wenn das alle machen würden, wäre schön, aber wird das funktionieren? Das ist so angedacht, dass es so funktioniert. Aber natürlich hat man alles auf den Kopf gedreht. Man sagt jetzt auf einmal, der Bund ist der Begünstigte und wir seien die Treuhänder. Und das wäre jetzt die Treuhand. Also müssen wir dafür haften, alles, was dieser Person zugedacht wird. Wie würdest du jetzt vorgehen? Es haben ja viele Menschen im Mittelstand Probleme. Ist es so, wenn die jetzt ihre Firma abmelden würden, das Unternehmen ist registriert im System, wenn ich das jetzt abmelde, bin ich dann besser gestellt oder bin ich dann schlechter gestellt? Oder wie kann man verhindern, dass eben auch das alles platt gemacht wird heute, der Mittelstand? Also davon muss ich als Worst Case ausgehen, dass das so gemacht wird. Denn alles, was zurzeit initiiert wird, geht eigentlich nur darauf hinaus, dass eben der Mittelstand zerstört wird. Ein Unternehmer hat momentan keine Möglichkeiten, also ich sehe momentan keine Möglichkeiten, da rauszukommen, sondern dass wir nur uns nach und nach diese Urkunden zulegen, dass wir nachweisen können, wer wir sind, was wir sind und gegebenenfalls auch wieder in die Handlung kommen als jemand anderen. Ja gut, aber das ist jetzt für mich so als Einzelperson ist das gut, aber wenn ich jetzt eine Firma hätte mit so und so vielen Angestellten, will Geschäfte machen, ich will ja auch Häuser bauen oder keine Ahnung,
Dann nützt mir das da auch nichts. Oder ist das dann schon so, dass man eben auch nicht an die Firma rankommt, weil ich ja als natürliche Person dann gar nicht mehr angreifbar bin? Nein, das hat damit nichts zu tun, denn wem gehört die Firma, habe ich vorhin gesagt. Ja, aber wenn sie, wem weil ich sie angemeldet Firma? Habe. Weil du sie angemeldet hast, weil du sie übertragen hast. Es ist sozusagen ein Tochterunternehmen des Bundes. Ja? Und damit gehört sie dem Bund. Und deshalb kann auch das Finanzamt jederzeit mit einer Kassennachschau in die Räume eindringen und kann gucken, ob ihr Eigentum denn auch richtig verwaltet wird. Das ist der eigentliche Hintergrund. Kann man das irgendwie verhindern, dass man sagt? Ich sehe momentan darin keine Möglichkeit. Hm. Ja. Aber es ist natürlich ein Prozess. In dem Moment, wo du begreifst, dass du nicht die Geburtsurkunde bist und dass du der Gläubiger bist vom Bund, und die dir Geld geben müssen, nämlich nicht zu knapp, dann bist du in einer anderen Position und dann kommen dir vielleicht auch andere Gedanken dazu. Und dass sie das genau wissen, was sie tun, das kannst du sehen, konntest du sehen bei dem NSA-Ausschuss. Dort hat Angela Merkel ausgesagt und diese gute Frau wusste von nichts. Als was hat sie dort ausgesagt? Nein? Juristisch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier habe ich einen Ausschnitt mitgebracht, Spiegel Online. Sie wusste davon nichts. Sie wusste davon nichts. Und als Merkel ihren Namen nennt, unterläuft ihr ungewöhnlicher Fauxpas. Sie hat sich als Angela Dorothea Kassner vorgestellt. Und war in dem Moment eine andere Person. Und diese Person war niemals Kanzlerin gewesen, also konnte sie auch von nichts wissen. Hätte der Untersuchungsausschuss jetzt gesagt, Frau, ja, wie sollen wir jetzt sagen, Frau Merkel oder Frau Kassner, bitte zeigen Sie doch mal uns Ihren Personalausweis, so wie es bei Gericht auch immer üblich wäre. Und jetzt auf einmal hätte sie aussagen müssen, wahrheitsgemäß. Und dann wäre sie groß in die Bredouille gekommen. Es gibt ja den Spruch, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Also, dass der Name quasi, dass man jetzt hingeht und sagt, mein Name ist Hase, was wollen Sie? Ja. Wäre vielleicht mal witzig, oder? Genau. Und man kann sogar sagen, dass das alles auch in unseren Gesetzen drinsteht. Ja? Wenn wir uns jetzt mal die Gesetze nehmen, zum Beispiel § 1 BGB, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Und bei der Geburt haben wir festgestellt, das ist, wenn die Geburtsurkunde erstellt worden ist. Damit beginnt die Rechtsfähigkeit. Man muss diese Texte nur richtig lesen. Oder in die Hessische Verfassung nehme ich sehr gerne, weil die ist vor dem Grundgesetz entstanden. Beim Grundgesetz müssen wir uns fragen, ist es denn noch gültig, weil niemand sich danach richtet? Ja, weil keine Wahlen in Deutschland jemals nach Artikel 38 des Grundgesetzes stattgefunden haben, muss man eigentlich davon ausgehen, dass alles ungültig ist, denn es waren niemals legitimierte Wahlen und damit auch niemals legitimierte Abgeordnete da, die dann irgendwelche Gesetze erlassen haben oder Statuten, müssen wir genauer sagen. In der Hessischen Verfassung, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse, der Herkunft, der religiösen und politischen Überzeugungen. Artikel 2 sagt aus, der Mensch ist frei, er darf tun und lassen, was die Rechte anderer nicht verletzt oder die verfassungsmäßige Ordnung des Gemeinwesens nicht beeinträchtigt. Da steht oder schon mal. Und vor allen Dingen, der Mensch ist frei, was die Rechte anderer nicht verletzt. Da steht nichts davon, dass er nicht schneller fahren darf und dergleichen. Ne? Und dann Artikel 3, Leben und Gesundheit, Ehre und Würde des Menschen sind unantastbar. Und dann spricht die Verfassung, das ist schon alles, was mit dem Menschen zu tun hat. Dann kommen wir auf einmal zu Personen. Ein Niemand ist eine Person. Kann zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung gezwungen werden, wenn nicht ein Gesetz oder eine auf Gesetz beruhende Bestimmung es verlangt oder zulässt. Also hier können wir ein Gesetz installieren, dass du eben nicht mehr in die Stadt reinfahren darfst, wenn du nicht eine Plakette in Blau hast. Dann haben wir das
Und jetzt auf einmal wird die Handlung eingeschränkt, nämlich der Person. Aber die Person fährt ja wiederum kein Auto. Merkst du, wie schwierig das ist, dass ein Mensch wirklich lange braucht, um das zu verstehen, was Person und was Mensch ist. Wir können also jetzt feststellen, es gibt nur in diesem Rechtssystem Personen. Und hinter diesen Personen steht immer ein Organ. Und jetzt ist die Frage, hinter welcher Person steht welches Organ? Hinter dieser Geburtsurkunde von dir steht das Bundesland als Organ und damit hat das Bundesland die Haftung. Hast du eine natürliche Person erschaffen, dann bist du direkt hintendran das Organ, nämlich der Mensch. Aber der kann nur durch Verträge verpflichtet werden. Hast du keinen Vertrag, bist du nicht drin. Nur ein Mensch kann eine natürliche Person erschaffen. Niemals eine juristische Person, das ist ausgeschlossen. Und jetzt gehen wir nochmal weiter. Die Freiheit der Person, Artikel 5 der Hessischen Verfassung. Niemand und jemand sind keine Menschen, denn sie beziehen sich immer... Ja, man könnte jetzt sagen, der Mensch könnte man ohne Probleme einführen. Aber man hat immer niemand drin oder jemand. Und damit ist dann auch wiederum die Verwaschung da. Ja. Glaubt jemand, durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt zu sein, so steht ihm der Rechtsweg offen. Glaubt jemand, da haben wir schon wieder nicht genau definiert. Und jetzt muss er sich erstmal vergewaltigen lassen, damit er dann den Rechtsweg eröffnen kann. Aber, lieber Joe, du weißt jetzt, du bist das nicht. Mhm. Du warst bei Gericht. Du warst nicht bei Gericht, weil dich kann das Gericht nicht sehen. Ja. Deine natürliche Person kann es auch nicht sehen, sondern es kann nur das sehen, was da ist. Und das ist diese Geburtsurkunde. Ja, aber was nützt es dir vor Gericht? Beziehungsweise ich kenne das ja schon und ich weiß auch, dass Leute sagen, ich stehe hier, aber die Person, die sie anklagen, die liegt hier auf dem Tisch oder wie auch immer. Also ich habe damit nichts zu tun. Was nützt es einem? Ich meine, das ist ja auch ein weites Feld. Wir haben ja auch einige Sendungen hier gemacht über die Barvermutung und über verschiedene Rechtskreise. Man muss da ja auch sagen, die ganzen Gerichte sind im Grunde private Firmen, die auch Geschäftsabteilungsbahnen haben, Geschäftszeichen haben. Also es geht auch immer nur ums Geld und ob du recht hast oder nicht, das interessiert eigentlich gar nicht. Und es hat sich also völlig gelöst von dem, was wir uns vorstellen, was eigentlich ein Gericht sein sollte, nämlich Recht zu sprechen. Und ist es so, dass die in dem System glauben, sie tun das Richtige, weil sie gar nicht begreifen, wie das alles entstanden ist und dass man sie vielleicht manchmal auch aufklären muss und dass sie dann sagen, wenn sie es begreifen, dann lasse ich den besser in Ruhe, sonst kriege ich Probleme? Also wir, denke ich, haben auch eine Aufklärungspflicht. Es ist natürlich so, dass jeder, der auf der Universität war oder der studiert hat, der ist uniform geprägt worden. Und aus diesem Grund versucht man ja auch die Kinder möglichst schnell aus der Familie, aus dem schädlichen Umfeld herauszuziehen, um sie im Sinne des Konstrukts eben zu formen, damit sie eben auf keine anderen Gedanken kommen. Und dass sie glauben, die Fiktion ist die Realität. Und dass die Fiktion die Realität ist, ja. Und von daher sollte man es schon bis zum gewissen Grad aufführen, aber man muss es selbst verstanden haben, ganz wichtig. Da gehört das Studium dazu und nicht nur gewisser Tools sich zu bedienen. Ja. Ich kenne so viele Menschen, die jetzt auf einmal in Deutschland mit Avi David agieren und haben gar nicht verstanden, was das eigentlich bedeutet und haben auch diese administrativen Prozesse noch gar nicht erfüllt, dass sie gewisse Urkunden haben, dass sie überhaupt wahrgenommen werden. Als Mensch können sie ja gar nicht wahrgenommen werden. Ich muss eine Lebenderklärung schon mal gemacht haben. Warum eine Lebenderklärung? Weil nach dem Justice Curie Act wird man nach 7 Jahren für tot erklärt. In Liechtenstein beispielsweise steht in der Verfassung explizit drin, dass nach 5 Jahren der Mensch für tot erklärt wird, wenn er nicht zwischenzeitlich amtlich in Erscheinung getreten ist. Also er muss wirklich von sich aus agieren. Steht drin, okay. Bei uns steht es ja nicht drin. Also. Bei uns steht es nicht drin, dass er noch am Leben ist, der Mensch. Also Lebenderklärung haben wir auch schon
Sendungen drüber gemacht. Ist das jetzt egal, ob man es über Malta oder sonst wie man es macht? Oder muss man da auch... Das ist egal. Ja. Ja, du kannst egal wohin gehen. Malta ist halt mit sehr hohen Kosten verbunden. Mhm. Aber natürlich, das habe ich auch auf Malta gemacht. Und dann natürlich ein Sicherungsabkommen, dass du eben die Rechte an dieser Person mit einem Vertrag dir zusicherst. Dass du für diese Person auch die Post aufmachen darfst und dass du für diese Person handeln darfst in einem gewissen Rahmen, dafür bedarf es einen Vertrag. Und diesen Vertrag machst du dann ganz genauso im Ausland, dass du dann eine Unterschrift drunter hast, die in beglaubigter Form vorliegt mit einer Hake-Apostille. Und dann musst du natürlich den Eigentümer noch in Kenntnis setzen, dass er das weiß, dass da ein Vertrag existiert und er hat dann meines Erachtens 21 Tage Zeit, Widerspruch einzulegen, dass er mit dem Vertrag nicht einverstanden ist. Wenn er die verstreichen lässt und du kannst es nachweisen, dann hat er es im Handelsrecht angenommen, den Vertrag. Und damit kannst du auch mit dieser Person weiterarbeiten. Dein Führerschein läuft ja auf diese Person und. Frauen haben es manchmal einfacher, weil der Mädchennamen oftmals noch eingetragen ist. Und das zeichnet ja wieder eine andere Person. Ja. Ja. Arne, wir könnten stundenlang reden und du machst ja auch Seminare und Vorträge über diese Themen und du hast auch eine Homepage, wo man sich da genauer das nochmal angucken kann. Und es gibt Dinge, wo man auch bezahlen muss, weil du sagst, das ist so komplexes Wissen, da hast du viel für gearbeitet. Wir wollen das mal ansprechen, weil viele Leute dann sagen, oh, wieso muss man das bezahlen? Aber da steckt eben viel Arbeit drin. Ist es auch so, hilfst du auch Leuten, die jetzt sagen, ich weiß nicht, wie ich das alles machen soll, aber du kannst ja nicht jeden an die Hand nehmen. Aber wenn man sich an dich wendet, hilfst du auch Leuten oder sagst du, nee, lass mich in Ruhe? Also früher habe ich das getan. Da habe ich wirklich den Leuten an die Hand genommen, habe sie begleitet. Das mache ich heute nicht mehr. Bis 2010 habe ich das getan, weil ich habe dann noch an den Rechtsstaat geglaubt. Aber nachdem ich dann 8-mal beim Bundesfinanzhof gescheitert bin und 2-mal beim Bundesverfassungsgericht und habe ganz klar vorgetragen nach dem Grundgesetz, und es ist immer alles an die Wand gefahren, habe ich festgestellt, hier gibt es kein Rechtssystem. Irgendetwas muss hier anders laufen als das, was wir vorgegaukelt bekommen. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Kommerzrecht, mit dem Seerecht, Handelsrecht zu beschäftigen. Und das ist heute mein Thema. Und ich stelle gerne die Instrumente zur Verfügung, wie ein Shop, der Tools für einen Bergsteiger zur Verfügung stellt. Mhm. Aber jeder Mensch muss selbst gucken, geht er auf den Berg, wie geht er auf den Berg, eigenverantwortlich und dann, dass er vielleicht auch auf den Berg ankommt. Ich stelle nur die Tools zur Verfügung, die Werkzeuge, alles andere muss er selbst machen. Hat jemand eine Frage, beantworte ich die sehr gerne, aber ich beantworte keine Fragen mehr, die sich mit einem Fall beschäftigen, weil das wäre Rechtsberatung und Rechtsberatung gebe ich nicht. Mhm. Auf meiner Homepage, creaplan.org, sind sehr, sehr viele Dinge beschrieben, aber ich stelle fest, die Menschen können es noch nicht lesen. Es sind so viele Dinge drin, zum Beispiel Organ einer Person. Da steht ganz, ganz viel drin, um es einfach besser zu verstehen. Mhm. Aber an dem, was zurückkommt, stelle ich fest, die Menschen verstehen es nicht. Also mir geht es ja auch so, dass ich eigentlich gar nicht so denken kann. Das ist ja so ein abstraktes Denken. Das eine ist was anderes als das andere und das dann immer wieder zu verknüpfen. Also man muss schon sich damit beschäftigen und ich kenne das seit Jahren und war auch bei Seminaren mit ähnlichen Themen. Ich verstehe immer ein bisschen mehr. Ich bin da aber noch nicht sattelfest, aber ich bin heute schon an einer anderen Position als früher und ich kann auch schon anders auftreten. Wie gesagt, ich war schon bei der Chefin vom Finanzamt und habe der in die Augen geguckt und okay, was haben Sie eigentlich hier für eine Rechtsgrundlage oder was auch immer. Aber wie gesagt, die haben die Macht. Das heißt, man sollte jetzt auch nicht da ein Fass aufmachen, wenn man nicht wirklich weiß, was man tut. Man muss immer sehr aufpassen, ob man die Gegenseite ehrt oder entehrt. Ja. Wenn du jetzt die Gegenseite fragst, was haben sie für eine Rechtsgrundlage, dann entehrst du sie. Mhm.
Ja, und da derjenige, der entehrt wurde, bestimmt auch die Heilung, die Art der Heilung und die Höhe der Heilung. Im anderen Fall natürlich auch für dich, wenn dich jemand nötigt, dass du jetzt endlich für die Person handelst, dann wirst du natürlich entehrt und du kannst bestimmen, wie hoch die Heilung ausfällt. Diese Möglichkeit hast du ganz genauso. Also man sollte immer in der Ehre sein und den anderen auch ehrenvoll behandeln und da scheitern auch viele. Da gibt es dann die Hitzköpfe und sagen, oh, sie können mir gar nichts, sie haben mir überhaupt keine, sie haben, kann ich mal einen Amtsausweis und so. So nützt das überhaupt nichts. Wir sollten immer den anderen auch respektieren. Das ganze System ist natürlich perfide, sage ich mal, wenn man es, weil viele Dinge laufen, die wir gar nicht wissen. Und wir Dinge unterschreiben und damit Verträge eingehen, von denen wir gar nicht wissen, was das alles bedeutet. Sonst hätten wir es ja nie unterschrieben. Aus der Nummer wieder rauszukommen, ist nicht einfach, aber das nützt nichts, eben da mit der Axt reinzuhauen, sondern zu sagen, okay, lass uns mal drüber reden, wie können wir am besten miteinander umgehen. Und es ist ja schon ganz gut, wenn man sagt, okay, ihr tut mir nichts und ich tue euch nichts. Und wenn die wissen, man könnte was anders spielen, dann sind sie vielleicht mit der Situation auch zufrieden. Ja, so war ja auch so war das Motto meiner ersten Vorträge, die hießen, finde deinen Frieden mit dem BRD-System. Aber dazu gehört natürlich, dass ich das System erstmal verstanden habe, um dann auch die Gegenseite zu betrachten. Und du weißt jetzt, dass du immer mit dieser Person handelst. Und aus dem Gespräch, was du heute mit mir geführt hast, denke ich, weißt du, du musst sie auf Abstand halten und vor allen Ding, nimm den, der da unterschrieben hat, in die Haftung. Teil's ihm mit und sag ihm auch, dass jedes Schreiben, das er in die Welt setzt, was nicht unterschrieben ist, immer Betrug ist. Weil jedes Schreiben, das in die Öffentlichkeit gebracht wird, muss mit nach 126 BGB unterschrieben werden. Hier ist ansonsten ja nun auch schon wieder, der hat ja auch nur mit dem Nachnamen unterschrieben. Also nicht mal mehr vor ist weiß schon. Ne, also ist das auch so, die sichern sich ab, indem sie eben... Genau das, ja. Oder so ein Krakel machen. Ja, also es muss immer unterschrieben sein. Und ansonsten wird eine Urkunde in die Welt gesetzt, die einen gewissen Anschein erzeugen soll. Und das ist Täuschung im Rechtsverkehr. Ja. Und das ist strafbar. Aber teils das passiert ständig. Ja, aber wir sagen auch nicht, was Sache ist. Hm. Wir müssen es verstanden haben. Genau. Also da, wie gesagt, man muss da reinwachsen und sich da wirklich mit beschäftigen, um da zu agieren und lieber sonst vorsichtig sein. Aber man kann einiges erreichen und einiges wird sich auch noch erst zeigen, wie vielleicht dann Richter aus dem Gerichtssaal raus abhauen, wenn sie merken, oh, der hat das verstanden. Der hat es verstanden. Es gibt dafür, für dieses ganze Spiel, auch einen richtigen rechtlichen Begriff. Bei Köbler steht das drin. Das nennt sich Fiktionstheorie. Und das ist die Theorie von der Person, die herrenlose Rechte einfach zugedichtet bekommt. Und wodurch die Person aber erstmal erschaffen werden muss, damit man ihr was zudichten kann. Die Erschaffung dieser Person ist die Geburtsurkunde. Der werden nun alle möglichen herrenlosen Rechte zugeschanzt, dazu gehört natürlich auch preußische Rechte und so weiter, weil der Verein, in dem das Ganze spielt, natürlich selbst bestimmen kann, gemäß seiner Satzung, was er mit reinnimmt. Und das bestimmen halt im Zweifelsfall immer die anderen, die sich dann Gericht nennen. Ja? Und das wird jetzt dieser Person aufgedrückt. Und nun wird die Haftungsverschiebung durchgenommen, indem du dafür in die Haftung genommen wirst. Sehr spannend. Wie gesagt, man muss sich mit befassen. Ich danke dir für die Einblicke und mach so weiter und bilde Leute aus. Es ist ja auch wichtig, dass Leute das lernen, die dann auch vielleicht Leuten helfen können, weil es gibt viel Bedarf, viel mehr Bedarf an Unterstützung, als Leute da sind, die sich damit auskennen. Bildest du Leute auch aus? Nein. Also ich biete nur Seminare an im Rahmen der Unterlagen, die ich habe. Und dann die Fragen erörtere, wie man im Kommerz ein ordentliches Schreiben auch schreibt, wie die Gliederung darin ist oder aber wie der Prozess funktioniert, der kommerzielle Prozess und dergleichen. Das bezieht sich immer auf das Kommerzrecht
Und in diesem Bereich arbeite ich und alles andere ist dann nicht mein Thema. Die nächsten Seminartermine, hast du da welche oder sind die auf der Homepage zu finden? Auf meiner Homepage veröffentliche ich immer die neuesten Vorträge und natürlich auch die neuesten Seminare, die ich anbiete. Und manche sind nur für Mitglieder in meinem Bereich, andere auch für Außenstehende, denn es ist so speziell, dass man einfach Vorkenntnisse haben muss, wenn man zu einem Tagesseminar geht. Mhm. Und Immobiliensicherung ist jetzt gerade ein sehr großes Thema, wird sehr gerne besucht. Das sind vier Themen, die da angesprochen wird, wie man eben seine Immobilie sichert gegen Zugriff von außen. Mhm. Es wird irgendwann, wenn man sich nicht mit beschäftigt, wird man sich vielleicht irgendwann ärgern. Und die Leute kommen ja meistens, wenn die Hütte brennt und sagen, sag mal, kannst du mich beraten, da oben brennt das Dach. Ich weiß gar nicht, hätte sich mal vorher mit beschäftigt, dann wird es vielleicht gar nicht so weit gekommen sein. Habe ich gerade jetzt zwei Fälle, die haben das vorher schon gewusst, haben jetzt 2 Jahre verstreichen lassen und jetzt ist gerade Zwangsversteigerung anberaumt und das hätte man vermeiden können, dass es so weit kommt, wenn man vor 2 Jahren schon die richtigen Schalter umgeknipst hätte und dann wäre alles sicher gewesen. Aber so kann ich jetzt auch nicht mehr helfen. Also liebe Zuschauer, wichtiges Thema mit befassen und ich danke dir für deine wichtige Arbeit und vielleicht laden wir dich irgendwann mal wieder ein, wenn sich das auch vielleicht noch schon weiterentwickelt hat und wer weiß, irgendwann kippt vielleicht das Ganze. Sehr gerne, lieber Joe. Ja. Ich danke dir, Arne von Hinkelmein. Vielen Dank. Danke auch.